wunderschönen guten Tag an diesem herrlichen Samstag bei einem Wetter, was der Japantag alle mal verdient hat. Willkommen, schön, dass in dieser Zeit schon so viele da sind. Wir freuen uns auf den Tag mit Ihnen. 皆様こんにちは。本日はようこそこの日本での会場にお越しくださいました。予想とちょっと違いまして、お日様が出てきて私たちも大変喜んでおります。皆様と一緒に楽しんでまいりたいと思います。 Dieser Japan-Tag ist der 12. und es ist auch gleichzeitig der größte. Es gibt diesmal über 90 Stände, Programm auf 3 Bühnen. Allein hier auf der Hauptbühne werden über den Tag verteilt 400 Mitwirkende für sie tanzen, singen oder eben auch Cosplay-Kostüme zeigen. Also hier ist den ganzen Tag was los und natürlich der krönende Abschluss wie immer das Feuerwerk um 23 Uhr. 今回はこの日本でも12回を数えますが、年々大きくなっているこの日本でも今回最大の大きさになっております。90を超えるブースですとか3つの舞台があります。そしてもちろん最後お祭りの大団円で花火大会もあります。Ja, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Petra Albrecht. Der ein oder andere kennt mich vielleicht von Ihnen aus dem WDR-Fernsehen. Ich führe durch den Tag mit meiner Co-Moderatorin Mia Suzuki. Mia war schon Journalistin und Moderatorin in Japan, kam dann nach Deutschland, wollte Deutsch lernen. Das hat auch geklappt. Sie hat aber auch gleichzeitig ihre große Liebe hier gefunden, einen Deutsch-Italiener. Und zusammen haben die beiden jetzt ein deutsch-italienisch-japanisches Kind. Und ich freue mich sehr, Mia, dass wir das dieses Jahr auch wieder hier zusammen machen dürfen. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. では私が今ここで今度日本語で自己紹介をさせていただきたいと思います。私の名前は鈴木美也と申します。日本とでも十数年、そしてドイツに来てからも13年間、日本とドイツのテレビ局のアナウンサー、ナレーター、あるいはインタビュアーなどとして仕事をさせていただいております。今日はこのステージでは日本語の司会を担当させていただきます。そして私の隣に立っておりますこの女性はペトラ・アルブレヒトです。ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、彼女はこの州で一番大きなテレビ局 WDR の看板アナウンサーの一人であります。そしてローカルサイトデュッセルドルフという番組を担当していて、とても人気のあるアナウンサーです。彼女が今日はドイツ語での司会を担当いたします。Stimmt alles, was du über mich gesagt hast. Genau. Im Gegensatz zu Mia, die beide Sprachen spricht, spreche ich natürlich kein Japanisch. Deswegen weiß ich nie, was Mia über mich erzählt, aber ich hoffe, es ist was Nettes. Klar. Aber ich möchte selbstverständlich auch die japanischen Freunde, wie es sich gehört, auf Japanisch begrüßen. Bitte seien Sie nachsichtig. Konnichiwa, Watashiwa, Petra Albrecht Desu, Minasama, Kotoshi, Mo Japantag, Otanoshimi, Kudasai. So, wir stehen unmittelbar vor der Eröffnung des Japan-Tages, denn die wird natürlich zeremoniell mit einem Sake-Fass-Anstich gemacht. Und vier Herren möchten Sie begrüßen, die wir jetzt auf die Bühne bitten. Und zwar unseren Oberbürgermeister Dirk Elbers, Herrn Katsuya Okano, den Präsidenten des japanischen Clubs, Herrn Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Dr. Günter Horsetzky und Herrn Kiyoshi Koinuma, den japanischen Generalkonsul in Düsseldorf. Ihr Applaus. So steht. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Nihonde Nyokoshu no Minasama Konnichiwa. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zum Japantag 2013 hier in Düsseldorf. Bereits zum 12. Mal findet hier direkt am Rhein dieses großartige Begegnungsfest statt, zu dem traditionell die Landeshauptstadt Düsseldorf, das Land Nordrhein-Westfalen, die japanische Gemeinde einladen. Ich freue mich, gemeinsam diesen Japantag eröffnen zu können mit dem Generalkonsul Koinuma, dem Staatssekretär des Landes Dr. Horsetzky und dem Präsidenten des japanischen Clubs, Herrn Okano. Meine Damen und Herren, ein Japantag, wie wir ihn feiern, den gibt es auf der ganzen Welt nicht noch einmal. Gemeinsam mit unseren japanischen Freunden richten wir das weltweit größte Begegnungsfest dieser Art aus. Dass Düsseldorf einmal untrennbar mit Japan verbunden sein wird, hätten sich die ersten japanischen Kaufleute, die in den 1950er Jahren kamen, sicherlich nicht träumen lassen. Das Engagement der japanischen Firmen
die Entwicklung der deutsch-japanischen Wirtschaftsbeziehungen und nicht zuletzt das freundschaftliche Miteinander von Japanern und Deutschen hier in Düsseldorf haben die Grundlagen für die Bedeutung des Japan-Standortes Düsseldorf gelegt. Japan hat das Image unserer Stadt in der nationalen und internationalen Wahrnehmung deutlich mitgeprägt. Wo immer ich unsere Stadt präsentiere, dort ist bekannt, dass Düsseldorf Japans Hauptstadt am Rhein ist und viele tausend Japanerinnen und Japaner hier bei uns leben. Viele kennen die Immermannstraße, den japanischen Tempel in Niederkassel oder auch die japanischen Fußballvereine und die Musikgruppen. So wie wir die japanische Gemeinde und die japanischen Unternehmen als Stadt gerne dabei unterstützen, bei uns erfolgreich arbeiten und gut leben zu können, so erfährt auch Düsseldorf viel, viel Unterstützung von den Japanern. Und das zeigt sich besonders heute, wo sich viele Freiwillige aus der japanischen Gemeinde engagieren und uns und ihr Land und ihre Kultur näher bringen. Nicht zuletzt aus diesem Grund liegen der Stadt und liegen mir persönlich die Festigung und der Ausbau der Beziehungen zu Japan und zu den hier lebenden Japanerinnen und Japanern sehr am Herzen. Meine Damen und Herren, es sind die jungen Menschen, die unsere Partnerschaft in die Zukunft tragen. Und es sind unverkennbar, und es ist unverkennbar, dass viele junge Menschen sich heute für Japan und seine Kultur interessieren. Seit einigen Jahren schon trifft sich zum Japan-Tag die Manga- und Anime-Szene hier in Düsseldorf und gibt der Veranstaltung ein eigenes, ein kreatives und buntes Gesicht. Meine Damen und Herren, der Japan-Tag verändert sich jedes Jahr. Er wird immer facettenreicher und immer bunter. Wir haben eben schon gehört, was heute auch hier auf dieser Bühne noch passieren wird. Liebevoll und mit sehr viel Herzblut geprobte und erarbeitete Auftritte der großen und der kleinen Künstlerinnen und Künstler aus der japanischen Gemeinde, die heute hier auftreten werden. Der Japan-Tag wird abgerundet mit einem original japanischen Feuerwerk. Japanische Pyrotechniker zeigen heute das Thema Das Herz Japans am nächtlichen Himmel. Wir sind gespannt auf feuersprühende Bilder, die einen großartigen Tag würdig und festlich abrunden werden. Meine Damen und Herren, ich danke an dieser Stelle allen, die das vielfältige Programm heute gestalten, ebenso wie den zahlreichen Helfern und Freiwilligen und ganz besonders der japanischen Gemeinde. Besonders begrüße ich an dieser Stelle eine Delegation aus unserer Partnerpräfektur Chiba, die sich auch in diesem Jahr hier beim Japan-Tag wieder engagieren. Freuen Sie sich jetzt auf einen Tag voller spannender Begegnungen, sportlicher und kultureller Highlights und heute Abend auf ein grandioses Feuerwerk hier in Düsseldorf am Rhein. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren Japan-Tag. Das Wetter haben wir schon mal ganz gut hingekriegt an diesem Tag und ich hoffe, dass es so bleibt. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Arigato gozaimasu. デュッセルドルフ市長のご挨拶を訳させていただきます。小井沼総領事、オルゼッツキー次官、岡野日本クラブ会長、そして本日ご来場の皆様、日本デーは今年もデュッセルドルフ市ノルトラインベストパー練習、そして日本人社会によって共催されます。そして今年も多くのボランティア、日独スポンサーの皆様によって支えられています。 こうして私たちが共に応援している日本では、世界のどこにでもあるわけではありません。1950年代に初めてデュッセルドルフにやってきた日本人ビジネスマンは、デュッセルドルフが日本とこれほど強く結びつくとは夢にも思わなかったでしょう。日本企業の活動、日独経済の発展、ここデュッセルドルフの日本人とドイツ人の友情が日本経済の拠点であるデュッセルドルフの基礎を成しているのです。 デュッセルドルフのイメージは国内外問わず日本と一緒に刻み込まれています。多くの人がインマーマン通りを知っており、ニーダーカッセルの日本のお寺を知っています。
デュッセルドルフと日本人社会はお互いに支え合っており、デュッセルドルフ市もそして私個人も日本とここに住む日本人との関係をより充実していきたいと思っています。日本では毎年ますます多様になり色鮮やかさを増しています。このメイン舞台のハイライトとして夜10時より東京ラブラススタイルが登場し、日本のアニメソングなどを披露してくれます。この他にもたくさんの練習を重ねてきた可愛らしいアーティストたちの発表もあります。そして今年も日本の花火が打ち上げられます。日本の花火師が日本の心というテーマで大空に絵を描きます。この場をお借りしてプログラムを準備した皆様、ボランティアの皆様、日本人社会の皆様全員に心より感謝申し上げます。また今年も日本デーに参加してくださったパートナーである千葉県の皆様を歓迎いたします。ワクワクするような出会い、スポーツや文化交流、そしてライン川に打ち上げられる花火をお楽しみください。皆様が素敵な一日を過ごされることを願っています。ありがとうございます。Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Elbers, geehrter Herr Staatssekretär Kozetski, sehr geehrter Herr Generalkonsulat Koinduma, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Okano, ich bin der Präsident des Japanisch Club Düsseldorf und begrüße Sie recht herzlich. Ich freue mich sehr auf diesen Japan-Tag. Nordrhein-Westfalen, die Stadt Düsseldorf, das japanische Generalkonsulat, die japanische Industrie- und Handelskammer und der Japanisch Club haben sich in echtem Teamwork nach besten Kräften bemüht, auf diesen japanischen Tag wieder zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen. So hoffen wir, dass wieder viele Düsseldorfer und Düsseldorferinnen sich das Ereignis nicht entgehen lassen werden. Zu unserem Heimatland Japan eine Bemerkung. Nicht zuletzt dank der intensiven Unterstützung aus Deutschland geht es in Japan wieder voran. Zu Recht nennt man Deutschland die Lokomotive Europas. Das ist für uns eine Ermutigung und ein Ansporn zugleich. Summarum steht also der Japan-Tag unter einem guten Sternen und Wetter. So hoffe ich, dass Sie diesen Tag voller Bewegungen mit der japanischen Kultur einschließlich dem prachtvollen Feuerwerk in vollen Zügen genießen werden. Übrigens, das Feuerwerk steht unter dem Motto „Das Herz Japans“. Gerade im längsten April aller Zeiten, so würde ich die Wetterlage im April und Mai dieses Jahres bezeichnen. Wird das im Feuerwerk vorhandene Bild der Sakura Nippon, der japanischen Kirschblüte, Ihnen gewiss Freude bereiten.
Vielen Dank Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Generalkonsul Kuinuma, sehr geehrter Präsident Okano, sehr geehrter Oberbürgermeister Elbers, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Japan-Tag. Ich überbringe Ihnen die herzlichen Grüße unserer Landesregierung, von auch unseres Ministers Gerald Dün. Meine Damen und Herren, die Mischung aus kulturellen Darbietungen, kulinarischen Gaumenfreuden und visuellem Hochgenuss beim Feuerwerk ist aus dem japanischen Frühling in Düsseldorf nicht mehr wegzudenken. Der Japan-Tag mit seinem Kultur- und Begegnungsfest und dem Wirtschaftstag Japan, der gestern stattgefunden hat, ist ein fester Bestandteil der herausragenden Beziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und Japan. Beziehungen, die nicht nur im kulturellen Austausch bestehen. Auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit ist Wurzel und Basis dieser guten Beziehungen. Wir sind glücklich, dass unsere große japanische Gemeinde sich weiterhin auf eine breite wirtschaftliche Basis von über 500 Unternehmen stützen kann. Diese Unternehmen geben über 30.000 Menschen Arbeit. Allein diese Zahl zeigt, wie wichtig die japanischen Unternehmen für uns sind. Wir arbeiten alle daran, dass unsere Beziehungen so herausragend bleiben, ja noch weiter intensiviert werden. Dazu gehört auch der heutige Tag. Denn der Schriftsteller Ludwig Strauss hat es auf den Punkt gebracht, als er sagte, Arbeit und Feier vollenden einander. Eine Feier kommt nicht ohne Arbeit aus. Deshalb möchte ich, wie auch der Oberbürgermeister, den über 300 ehrenamtlichen Helfern vom japanischen Club, aus der japanischen Unternehmen und von der ADAC-Bühne herzlich für ihren tollen, für ihren unschätzbaren Einsatz danken. Ohne sie könnten wir das Kultur- und Begegnungsfest des Japan-Tages nicht so feiern, wie wir es seit Jahren gewöhnt sind. Ohne sie wäre der Japan-Tag nicht das größte japanische Fest mit japanischem Feuerwerk außerhalb Japans. Ihnen allen herzlichen Dank für Ihr großes Engagement. Genießen wir nun gemeinsam den Tag. Ich wünsche Ihnen und uns allen ein wunderschönes Fest und viel Spaß bei der Reise von Samurai bis Manga, von Sushi bis Sake, von Taiko bis Karaoke. Vielen Dank. ギュンター堀哲樹経済省次官のご挨拶でございます。小沼総領事、岡野日本クラブ会長、エルバース市長、そして御来場の皆様、日本デーにようこそお越しくださいました。今年の日本デーを開幕できることを大変嬉しく思います。同院経済大臣に代わりお喜び申し上げます。日本デーは昨日開かれた日独経済シンポジウムでもお分かりのように、 ノルトラインベストファーレンシューと日本の良好な文化的経済的関係も表しています。当地の500社を超える日本企業が3万人以上の人に職を提供しており、この数字からもどれだけ日本企業が私たちにとって重要かお分かりかと思います。私たちは皆この結びつきが今後も特別なものであり、またさらに強化されていくよう努めています。 今日というこの日もそれに一役買っています。作家ルートヴィヒ・シュトラウスは素晴らしい言葉を残しています。働くことと遊ぶことは表裏一体だと。しかし働くことなしで遊ぶことはできません。この場を借りし、300人以上の日本クラブや日本企業のボランティアの方々、ポップカルチャー舞台関係者のご尽力に心より感謝申し上げます。 皆様なくして何年も親しみ続けてきた文化と出会いの日本デーを開催することはできないでしょう。皆様なしには日本デーは日本以外で日本の花火を見ることができる最大の日本のお祭りにはならないでしょう。さあ共にこの日を楽しみましょう。
皆様と私たち全員が素晴らしいお祭りを体験できることを祈っております。ご清聴ありがとうございました。ご納得をお願いいたします。 Nun können wir zum wichtigsten Teil kommen. Ach so, Entschuldigung, Entschuldigung. Bitte viel mal zu Entschuldigung, ich habe nicht richtig mitgezählt. So, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Helbers, sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Wojtowski, sehr geehrter Herr Okano, Präsident des Japanischen Clubs, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zur heutigen Eröffnung des 12. Japan-Tags möchte ich Sie von Herzen begrüßen. Erlauben Sie mir zunächst der Stadt Düsseldorf, der Landesregierung und den Vertretern der japanischen Gemeinde meinen herzlichen Dank für ihre Bemühungen bei der Vorbereitung des Japan-Tages auszusprechen. Der Japan-Tag ist Ausdruck des besonderen Dankes der hier ansässigen 8000 Japaner an die Einwohner Düsseldorfs und des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Fest soll aber auch einen Einblick in die Vielfalt der japanischen Kultur geben. Mit 700.000 Besuchern, die alljährlich zum Japan-Tag kommen, ist die Veranstaltung eines der größten Japan-bezogenen Events der Welt. Düsseldorf und Japan verbindet seit mehr als 60 Jahren eine enge freundschaftliche Beziehung. Die Landeshauptstadt ist nicht nur Basis der japanischen Wirtschaft in Europa. Sie bildet auch zusammen mit den benachbarten Wissenschafts- und Kulturstädten Köln und Bonn ein wichtiges Zentrum der japanischen Kultur in Deutschland. Am Japan-Tag hat man nicht nur Gelegenheit, die traditionelle japanische Kultur zu erleben, sondern kommt auch mit japanischer Gegenwartkultur wie Manga, Anime oder Cosplay hautnah in Berührung. Außerdem bietet die Vorführung von traditionellen japanischen Kampfkünsten sowie der Gegenwartsportart Fußball die Möglichkeit zum ganzheitlichen Kulturaustausch zwischen Deutschland und Japan. Japan wird heute in der Welt nicht mehr nur durch seine Industrieprodukte wie Automobil oder Elektroartikel repräsentiert. Popkultur, Anime und Manga, die japanische Küche, japanisches Design und auch japanischer Lebensstil prägen das heutige Bild Japans. Diese vergleichsweise weiche kulturelle Seite Japans trägt dazu bei, dass das japanische Wesen heute im Ausland besser verstanden wird. Das Stichwort, das all diese Aspekte Japans zusammenfasst, heißt auf Englisch Cool Japan. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie Gelegenheit haben, diesem besonderen Japan zu begegnen, dann nennen Sie es bitte Cool Japan. Japan hat vor 2 Jahren durch das Erdbeben, den Tsunami und den Reaktorunfall eine tiefe Wunde erlitten. Und auch die japanische Wirtschaft musste sich durch eine lange Phase der Rezession kämpfen. Doch in dem letzten halben Jahr konnte sich die Situation der japanischen Wirtschaft schlagartig verbessern und auch das Katastrophengebiet erholt sich langsam. Die japanische Bevölkerung kann nur wieder nach vorn blicken und auch die Zahl der Auslandsreisen hat wieder ein ähnliches Niveau wie vor der Erdbebenkatastrophe angenommen. Japan hat sich erholt und ist auf die Bühne der Welt zurückgekehrt. Meine Damen und Herren, am heutigen Japan-Tag
haben Sie die Gelegenheit, die japanische Kultur kennenzulernen. Und vielleicht entschließen Sie sich, auch einmal nach Japan zu reisen. Das Land mit den eigenen Augen zu sehen, ist eine ganz besondere Erfahrung. Wir erwarten Sie und freuen uns schon sehr auf Ihren Besuch. Ich wünsche Ihnen heute viel Freude und ein gutes Gelingen. 本日ご来場いただきいただいている日本人8000人のデュッセルドルフの皆様方に一言ご挨拶申し上げます、幸いのことに太陽も顔を出して、無事今年のヤーカンタークを開催することができました。今までの皆様方在留邦人の皆様方の準備にかけてこられたご苦労に対して心から敬意を表したいと思います、本日はドイツにとっても非常に重要な日であるというふうに思います、夜にはロンドンで、バイエルン・ミュンヘンとそれからドルトムントの試合も行われますが、その後ここで、花火が打ち上げられるということで、まさに一日プログラムがたっぷりと詰まった日になるというふうに思います、それでは多くのボランティアの方々、今日はいろいろなブースで、頑張っていただくと思いますけれども、どうかよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。Jetzt kommt der Hammer zum Einsatz, nämlich der Sakefassanstich. Japan Day の成功記念いたしまして、ここで鏡開きを行いたいと思います。So nehmen Sie bitte ja. おめでとうございます。フィンダイン。Ich wage zu behaupten, die Platte war vorgesägt. Aber gut, das Fass ist auf und die Sake kann fließen. Und damit ist der Japan-Tag auch offiziell eröffnet. これをもちまして正式に日本での開会となります。さあ、ここで皆様に壇上の Falls Sie den Herren zuprosten wollen, auf Japanisch heißt Prost Kanpai. Richtig!